Lektion 20. Ich habe ein Zimmer bestellt. This unit is mainly revision, and you'll be learning too what to say when you arrive at a hotel and you've booked in advance. What do you say if you've left something behind? Your umbrella, for instance. Here's a reminder. Entschuldigen Sie, ich habe eben meinen Schirm vergessen. Darf ich einmal nachschauen? Bitte sehr, gern. Haben Sie ihn gefunden? Ja, danke schön. What do you say? Ich habe meinen Schirm vergessen. And what do you say if you've lost something? Say your sunglasses. Ach, entschuldigen Sie, ich habe am Montag meine Sonnenbrille verloren. Haben Sie vielleicht eine gefunden? Ja, einen kleinen Moment bitte. Ich schau mal eben nach. What do you say? Ich habe meine Sonnenbrille verloren. And if you want to ask someone if they found something, it's... Haben Sie ihn gefunden? Haben Sie vielleicht eine gefunden? So, how would you tell someone you found your sunglasses? Ich habe meine Sonnenbrille gefunden. Ich habe meinen Schirm vergessen. Ich habe meine Sonnenbrille verloren. Ich habe meine Sonnenbrille gefunden. All those sentences are explaining what you've done. And here's another. Ich habe ein Zimmer bestellt. Suppose you're visiting Germany and you've just arrived at your hotel. The first thing you'll want to say is that you've booked a room. Sie gehen an die Hotelrezeption und Sie sagen, ich habe ein Zimmer bestellt. Wie Britta Sommer. Dialog 1. Britta hat ein Zimmer im Hotel Fürstenhof in Celle bestellt. Guten Tag, mein Name ist Sommer. Ich habe ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Guten Tag. Ein Einzelzimmer, Frau Sommer? Ja, ein Einzelzimmer. Ja. Könnten Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja. Zimmer 106. Haben Sie Gepäck dabei? Ja, dort. Willi, könnten Sie bitte das Gepäck auf Zimmer 106 bringen? Danke sehr. Bitte schön. Britta hat ein Einzelzimmer bestellt. Sie muss ein Formular ausfüllen. Dann gibt ihr die Empfangsdame den Schlüssel. Welches Zimmer hat Britta? Was ist die Zimmernummer? Guten Tag, mein Name ist Sommer. Ich habe ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Guten Tag. Ein Einzelzimmer, Frau Sommer? Ja, ein Einzelzimmer. Ja. Könnten Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja. Zimmer 106. Britta hat Zimmer 106. Der Page bringt das Gepäck aufs Zimmer. Haben Sie Gepäck dabei? Ja, dort. Willi, könnten Sie bitte das Gepäck auf Zimmer 106 bringen? Danke sehr. Bitte schön. When Britta arrived at the hotel, she gave her name and said, ich habe ein Zimmer bestellt. And if you've booked or ordered other things, you can say, ich habe Theaterkarten bestellt. Ich habe ein Taxi bestellt. Ich habe ein Glas Wein bestellt. And a waiter in a restaurant may say to you, haben Sie schon bestellt? Now, you're in a restaurant where the service isn't any too good. You've ordered Wiener Schnitzel, but the waiter brings you steak. What do you tell him? Ich habe Wiener Schnitzel bestellt. He brings you beer instead of wine. What do you say? Ich habe Wein bestellt. Then he brings you coffee instead of cognac. Was sagen Sie? Ich habe Cognac bestellt. You arrive at your hotel. You've been given a room with a shower instead of a bath. Was sagen Sie? Ich habe ein Zimmer mit Bad bestellt. And the last straw, you find a double room has been reserved and you are by yourself. Was sagen Sie? Ich habe ein Einzelzimmer bestellt. But Britta had no such problems. Her single room was waiting for her. Hören Sie noch einmal Dialog 1. Guten Tag, mein Name ist Sommer. Ich habe ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Guten Tag. Ein Einzelzimmer, Frau Sommer? Ja, ein Einzelzimmer. Ja.
Könnten Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Ja. Zimmer 106. Haben Sie Gepäck dabei? Ja, dort. Willi, könnten Sie bitte das Gepäck auf Zimmer 106 bringen? Danke sehr. Bitte schön. And that's the end of the first part of the unit. The rest of the dialogues are mainly revision. And at the end of the unit, you'll find a self-assessment test, where you can check your progress over the last 5 units. Dialog 2. An der Hotelrezeption. Guten Tag. Guten Tag. Lammers ist mein Name. Ich habe ein Zimmer bestellt. Einen Moment bitte, Herr Lammers. Ich werde mal nachsehen. Ja, Sie haben Zimmer 125 im ersten Stock. Hier ist der Schlüssel. Dankeschön. Zimmer 125 im ersten Stock. Wo kann ich meinen Wagen parken? Wir haben einen Parkplatz hinter dem Hause. Der Page kommt mit hinaus und wird auch das Gepäck hereinholen. Das ist nett. Dankeschön. Wiederholung. Dialog 3. In der Kellerbar. Was trinken Sie? Lieber einen Mosel oder einen Rheinwein? Ich trinke lieber einen Mosel. Ich auch einen Mosel. Ja. Herr Ober? Schönen guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Bitte eine Flasche Moselwein, die 209. Die 209, bitte sehr. Wie lange bleiben Sie noch in Celle? Ich bleibe noch 2 Tage in Celle. Fein. Mögen Sie Musik? Ja. Wir gehen morgen ins Konzert. Wollen Sie mit uns gehen? Ja, gern. Was steht denn auf dem Programm? Hindemith und Mozart. Ja. Wann beginnt das Konzert? Um 20 Uhr. Ja. Schön. Zum Wohl. Der Wein ist aber gut. Und wann treffen wir uns morgen? Ja, am besten um 19.30 Uhr. Und wo treffen wir uns? Vor dem Schloss. Ja. Na prima. Dialog 4. Im Geschäft. Guten Morgen. Guten Morgen. Was darf ich für Sie tun? Ich möchte gerne eine Tasche kaufen. Was möchten Sie für eine Farbe? Eine schwarze Tasche möchte ich gerne. Eine schwarze. Hier habe ich eine sehr schöne schwarze Tasche. Wie gefällt sie Ihnen? Ja, die gefällt mir gut. Ist diese Tasche aus Leder? Ja, wir führen nur Ledertaschen. Und was kostet die Tasche? Sie kostet 322. Wir haben aber auch preiswertere. Nein, diese gefällt mir. Die nehme ich. Das ist schön. Darf ich bezahlen? Ja, bitte schön. 322, 24, 25, 30, 40, 50. Vielen Dank. Danke. Dialog 5. Bei Brünings in Münster. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich spiele Schach, bastel an Radios und habe eine feste Freundin seit 2 Jahren. Wie alt ist Ihre Freundin? Meine Freundin ist 17 Jahre alt. Was machen Sie abends in Ihrer Freizeit? Wir gehen tanzen, hin und wieder besuchen wir eine Wirtschaft. Wo gehen Sie tanzen? Ich gehe gerne in eine Diskothek hier in der Nähe. Wie sieht Ihre Freundin aus? Sie ist mittelgroß, hat lange dunkle Haare und dunkelbraune Augen. Also sehr hübsch. Ja, das kann man sagen. Übungen zum Verstehen. Übung 1. An der Theaterkasse. Ich möchte gerne 2 Karten für das Kammerkonzert im Rathaussaal. Gern. Das Konzert findet am Sonntagvormittag um 11 Uhr statt und abends um 20 Uhr. Für welches Konzert möchten Sie Karten? Dann nehme ich 2 Karten für die Matinee-Vorstellung. Gern. Die Karten kosten 3 Mark, 6 Mark, 4 Mark zurück. Danke. Danke. Wie komme ich zum Rathaus? Das Rathaus ist 10 Minuten von hier im Zentrum der Stadt. Und wann beginnt das Konzert? Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Wann ist es zu Ende? Es dauert ungefähr 1,5 Stunden. Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft. Wiedersehen. Wiedersehen. Schluss. Übung 2. Haben Sie einen Stadtplan? Ja, bitte sehr. Danke. Haben Sie einen Veranstaltungskalender?
Hier ist auch das Theaterprogramm. Bitte sehr. Oh ja, vielen Dank. Haben Sie einen Prospekt von Celle? Bitte schön. Danke sehr. Haben Sie einen Flugplan? Ja, dies ist der Plan der Lufthansa. Bitte sehr. Dankeschön. Haben Sie einen Fahrplan der Bundesbahn? Ja. Bitte schön. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Wohin wollen Sie fahren? Ich will nach Frankfurt fahren. Ja. Wann wollen Sie in Frankfurt sein? Ich will morgen früh so gegen 13 Uhr in Frankfurt sein. Ja. Sie können in Celle um 8.59 Uhr abfahren? Ja. Und wann bin ich dann in Frankfurt? Sie sind in Frankfurt um 12.58 Uhr. Schluss. Zum Sprechen. Übung 3. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Liebelt. Ich habe ein Zimmer bestellt. Einen Moment bitte. Ich werde mal nachsehen. Ein Einzelzimmer, ja? Ja, ein Einzelzimmer mit Dusche und WC. Ja, Sie haben Zimmer 111 im ersten Stock. Tragen Sie sich bitte ein. Ja, gerne. Haben Sie Gepäck dabei? Ja, mein Gepäck ist im Wagen. Wo kann ich meinen Wagen parken? Unser Parkplatz ist hinter dem Hause. Der Page zeigt Ihnen, wo der Parkplatz ist. Dankeschön. Schluss. Übung 4a. Guten Tag, bitteschön. Ich möchte zu Herrn Dr. Sönker. Dann muss ich Ihnen einen Termin geben. Wann ist Dienstagnachmittag Sprechstunde? Sprechstunde ist dienstags nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Kann ich um 15.30 Uhr kommen? Um 15.30 Uhr? Ja, das geht. Schluss. Übung 4b. Guten Tag, bitteschön. Ich möchte zu Herrn Dr. Perdes. Dann muss ich Ihnen einen Termin geben. Wann ist Mittwochvormittag Sprechstunde? Sprechstunde ist mittwochs vormittags von 9 bis 12 Uhr. Kann ich um 9.45 Uhr kommen? Um 9.45 Uhr? Ja, das geht. Schluss. Hören und verstehen. Dieter is talking to Frau Sanders about her Schrebergarten. Frau Sanders, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich fahre gerne Rad, wir gehen zum Schwimmen und wir gehen viel in unseren Schrebergarten. Wie lange haben Sie schon den Schrebergarten? 3 Jahre ungefähr. Wie viele Gärten sind in der Anlage? Circa 60. Wie groß ist Ihr Garten? Der ist circa 380 bis 400 Quadratmeter groß. Und wie sieht er aus? Oh, wir haben Obstbäume, Tannen, Rasen und ein festes Haus darauf. Was ist sonst noch im Garten? Blumen, Beerensträucher, eine Pumpe, eine Schaukel für die Kinder. Haben Sie kein Gemüse? Wenig. Warum nicht? Das lohnt sich kaum, das ist hier auf dem Markt billiger. Arbeitet die ganze Familie im Garten? Ja, am meisten ich. Mein Mann schneidet die Bäume, mäht den Rasen. Die Kinder kommen nicht so gern zum Arbeiten. Sie kommen lieber zum Spielen. Haben Sie Kontakt zu den anderen Gärtnern? Oh ja, wir haben gute Kontakte. Wir helfen einander gern, besonders den älteren Leuten. Und einmal im Jahr haben wir im Garten ein schönes Fest. Wir haben ein Spanferkelessen, es gibt Bier vom Fass und anschließend wird getanzt. Haben Sie dabei überhaupt noch Zeit für Ihre anderen Hobbys? Ja, so groß ist der Garten nicht und Arbeit, die man gern tut, die geht schnell von der Hand.